Meine Geliebte, der Tod, der den Nektar von deinen Lippen verschwinden ließ, kann nicht deine Schönheit ganz erwischen. Sie glänzt noch in deiner Haut und deinen Augen, wo der Tod noch seine hässlichen Schleier nicht ausbreiten konnte. Jetzt will ich dem Schatten von Theobald, der in diesem Grabe ruht, besänftigen. Dieselbe Hand, die dein Leben nahm, wird jetzt deinem Feind zerstören. Julietta, warum bist du so schön? Sollte das grausame Ungetüm um deine Liebe anhalten und dich zu Baut wellen? Um das zu vermeiden, werde ich mit dir in diesem finsteren Gruf schlafen, zusammen mit den Würmern, die deine einzige Diener sind. Dies ist mein letzter Ruhestütte. Hier ruht mein Körper, befreit vom unseligen Gesetz der Sterne. Empfange den letzten Blick meines Augens, die letzte Umfangung meiner Arme, den letzten Kuss meiner Lippen. Türe des Lebens, die meinen ewigen Vertrag mit dem Tod versiegeln werden. Komm, grausamer und siegreicher Seemeister. Mein Schiff des Kampfes gegen die Wellen müde, will sich gegen die Felsen zerschlagen. Ein Prosit für meine Dame. O, wie stark sind deines Balsams, unerbittliche Alchemist. So, mit diesem Kuss sterbe ich. Wo ist mein Gemahl? Ich entsinne mich, wo ich sein sollte, und dort bin ich. Aber wo ist mein Romeo? Mein Geliebter, einen Pokal hält er in der Hand. Mit Giftgemisch hat er seinen Tod beschleunigt. Er ließ mir keinen Tropfen übrig, aber ich werde deine Lippen küssen, die womöglich einen Rest des Giftes enthalten. Das wird mich töten und meine Rettung sein. Noch spüre ich die Wärme seiner Lippen. Bella, dulce Julieta, por favor, no derrames tu sangre. Te necesito, Julieta. Tú serás la madre. Ich kann nicht warten mehr, schlanker Dolch. Ruhe in meinem Busen, während ich sterbe. Oh. Una paz lúgubre trae esta alborada. El sol no mostrará su rostro a causa de su duelo. Qué triste cuenta daré de ti, Julieta. Julieta, la más dulce y la más trágica de las mujeres. Thank you.
demora, secretario, ya que este caso preocupa a la justicia que ejerzo. Con su mejor letra escriba en la vía de Teclama, camino de Xochicalco, junto a un virul desmochado. Hallé los cuerpos sangrantes de don Rubén Jaramillo, de su mujer Epifania, en estado de preñez. A los dichos yacientes que en unión libre vivían, se encontraban los señores que enseguida se detallan. No pierda pie, secretario, y escriba lo que le dicto a Enrique y a Ricardo y también a Filemón. Todos ellos, según consta, hijos de doña Epifania, ponga ahí que el infrascrito es juez de averiguaciones. Pregunté quiénes eran muchas veces de seguida. En vista de su silencio, los removió el secretario, ordenándoles tres veces que dijesen si están vivos. Al ver que no respondían, se registraron los cuerpos que mostraban a la vista la huella de muchas balas. Heridas mostraban a don Rubén y a su gente, ya se les tuvo por muerto. Turnése la presente acta con el dictamen que dictó. Estos hombres se murieron por puro fallecimiento. Señores, han matado a un santo. Vamos a ver a la señora. Es la única que nos puede ayudar.